Das können wir schon nicht mehr wegräumen. So. Da stehst du ja. Sollen wir mal was Lustiges machen? Ich weiß ja, dass du mich gesehen hast. Bäm! Bäm! Da fallen die XP-Puppel runter. Wir allerdings nicht hinterher, weil bringt nichts. So, wir versuchen dann hier wieder irgendwie rauszufinden. Weil wir ja so allmählich dahin gekommen sind, wo wir hin wollen. Positiver Nebeneffekt. Wir sammeln dadurch Ressourcen. Ganz im Speziellen auch so welche, die wir nicht brauchen. Wie zum Beispiel die Xycorium-Sorten. Haben wir zwar in den Barrels, brauchen wir aber eigentlich erstmal so weit nicht. Ganz schön voll hier. Mit Rohstoffen. Mahlzeit! So. Hi! Na, ihr zwei? Ihr habt so rote Augen, seid ihr vielleicht ein bisschen angepisst? Hm? Seid ihr vielleicht ein bisschen angepisst? Seid ihr angepisst? Dann müssen wir euch doch schnell fotografieren. Schnell fotografieren. So. Und dann gibt's auf die Ohren. Auf die Ohren. Oh mein Gott. Also es ist schon enorm fett, das Höhlensystem, findest du nicht? Was? Da unten drunter geht's weiter. Ich hab schon Sinnestäuschungen hier. Gerade mit der Meinung, hinter mir kommt ein Zombie angelaufen. Das ist keine Sinnestäuschung, der ist hier. Ich hör dir doch, du Vogel. Ach du Scheiße, es geht ja noch tiefer runter. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Ja. Kiste. Leere Kiste. Hier sind wir schon gewesen. Oh. Fledermaus, hör auf damit. Das ist eine ganz schlechte Idee. Sowas kann ganz böse nach hinten losgehen. Scheibenkleister ist das groß hier.
Also ich fürchte, vor Aufnahmeende finden wir hier nicht raus. Ein Enderman. Na, hast du dir wehgetan, du Depp? Was? Da bist du ja. Auf die Beine! Auf die Beine! Eine Enderperle. So ist fein. So, das Level 40 ist erreicht. Na, perfekt. Uiuiuiui, Lilo, Tiffy und Herr von Bönefeld. So, und da ist wieder der kleine Shader-Licht-Bug, mit dem ich aber gut leben kann. Jetzt gucken wir erstmal, was wir hier noch wegkriegen. Nicht so viel. Xycoriums habe ich ja gesagt, nehmen wir so erstmal nicht mit. Zombie-Gehirne brauchen wir jetzt nicht zwingend. Gravel ebenso wenig, Flint schon gar nicht. Also, ja. Okay. Also nehmen wir die nächste. Bis sie dann voll ist. So. Gut schaut's aus. Oder auch nicht, wie man's nimmt. Thormium Schwör, es wird, würde mich ja mal interessieren, was brauchen wir dafür? Thormium Ingot. Okay, also das ist jetzt nicht wirklich so die Hölle. Die Frage ist, wo kriegen wir Thormium Ingot her, ne? Das muss uns Hittike erklären. Irgendwann. So. Was ist denn hier los? Ein Enderman, der sauer wird? Du schießt auf mich. Das kann ich auch. So, wenn wir jetzt nach oben wollten. Sollten wir uns überlegen, das vielleicht hier mit zu tun. Hier ist... Alter, ich sehe nichts mehr. Jetzt wird's wieder hell. Ich wollte mir ja eigentlich nur mal einen Überblick verschaffen, weißt du? Okay. Wie kommen wir jetzt hier wieder aus dieser Höhle raus? Am besten, indem man versucht, Aufstiege mitzunehmen. So gut man eben kann.
sich möglichst nicht davon verleiten lässt, runterzugehen. Sondern immer aufwärts streben zu sein. Kannst du dir auch merken fürs Real Life, wenn du Bock hast, aufstreben oder hoch ist immer etwas besser als ganz unten zu sein. Das ist sinnvoll. Immer nur ein bisschen höher. Muss ja nicht gleich ganz oben stehen, aber so ein bisschen höher, weißt du? Weil ganz oben ist die Luft auch sehr dünn. So. Auf dem Weg nach oben nehmen wir im Übrigen jetzt noch immer so ein bisschen Zeug mit. Und gucken, ob wir da vielleicht schon einen Weg nach oben finden. Aber das war dann auch wieder mal eine ausgiebige Höhlentour. Und es war endlich mal was anderes. Und nicht immer nur Standard. Zack, 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 zack. Gut, das reicht auch an diesen Rohstoffarten völlig aus. So, ich will ja irgendwie zusehen, dass wir jetzt nach oben kommen. Aber dieses Höhlensystem ist so gigantisch fett, dass uns das wahrscheinlich gar nicht so ohne weiteres gelingen wird. Ja, das habe ich mir gedacht, dass es hier auch nochmal runtergeht. Da waren wir schon. Da ist Cobblestone von uns. Eisen ist allerdings immer noch sehr wichtig. Eisen haben wir wirklich sehr wenig. Kupfer. Obwohl wir unser Augenmerk eher hier auf das Dunkelbraune legen müssen. Das ist Eisen. Und es ist gut zu wissen, wenn wir das haben. Okay, hier unten geht es nochmal tiefer runter. Wir sind hier aber schon gewesen. Hier sind überall Fackeln von uns. Hier nicht mehr. Auf keinen Fall sprengst du dich bei mir in die Luft, du Drecksack. Der Vorteil an der Glücksspitzhacke ist übrigens, dass man damit mehr aus dem Rohstoff rauskriegt, sofern es kein Blockrohstoff ist. Alter, ich wollte rauf. Ist das schon wieder eine Mine oder noch eine? Das ist ja die Hölle hier. Eigentlich müssen wir nur zusehen, dass wir hier rauskommen. Ich habe dich deutlich laufen gehört.